So, ich habe ein bisschen weiter schon gemacht. Da habe ich zum Beispiel diese Serum-Werkbank hingestellt. Da kann man hier dann so Rezepte aussuchen, ne? So, zack, hier 12 Stück und dann bau die mal bitte. Dann werden die Pals die auch bauen. Das ist schon mal gut. Keine Ahnung, ob das da schneller geht, weil wir da könnten wir die ja auch auswählen. Aber da kann man auch noch bessere auswählen. Pfeil und Bogen sind gerade in Produktion, wie wir gesehen haben. Ich habe noch ein bisschen was mit Essen gemacht und so weiter. Ich glaube, 2 Nächte geschlafen. Ich habe an der Werkbank hier einen Metallspeer gemacht. Ich bin auf Wanderschaft gewesen und bin in die Ruine reingegangen, hier rechts, die ja hier in dem Berg ist, von wo wir gekommen sind. Da waren noch 3 Kisten, die habe ich gefunden und die habe ich geplündert. Jo, und da habe ich noch ein bisschen was für die Dinge ins Werkbank halt noch das Zeug da geholt, das Blaue, und damit das gebaut wird. Das war das. Und jetzt würde ich sagen, müssten wir eigentlich noch mal gucken, was wir so machen. Wir haben vielleicht noch ein paar Punkte, die wir wegmachen können. Dann machen wir alles nach dem Logo. So, Punkte. Das heißt, wir gehen erstmal auf uns. Gucken, hier ist noch ein Punkt zu vergeben. Angriff, Verteidigung, Arbeitstempo und Gewicht. Gewicht geht noch, Arbeitstempo bin ich noch, wir wollen die anderen arbeiten lassen. Verteidigung geht mit Dingens, Rüstung haben wir ja gemerkt. Das heißt, wir könnten den Angriff erhöhen. Ne, warte, erhöhen müssen wir hier. Wir können den Angriff erhöhen oder die Ausdauer. Während ich die Ausdauer, ja, manchmal ist die Ausdauer ja schon ein bisschen schwierig, ne? Und Lebenspunkt. Aber ich glaube, wir machen diesmal die Ausdauer, weil, ja, ich meine, dass das das Beste gerade ist. Dass wir da ein bisschen auch mal besser werden. Gut. Essen macht er ja automatisch. Hier ist der Metallspeer. Der Steinspeer habe ich ja, glaube ich, gebaut gehabt. Der hatte 35 Angriff. Dieser hat 80 Angriff. Das heißt mehr wie das Doppelte. Dann gehen wir nochmal hier hin. Da haben wir 7 Punkte, die wir noch machen müssen. Guck mal, da haben wir jetzt auch diesen Oshawa-Sattel. Den haben wir ja letztes Mal eingefangen. Da brauchen wir Ledium und Paldium. Bruchstücke, den machen wir mal definitiv, weil das ist, glaube ich, der beste Angreifer, den wir haben. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Giftbogen bin ich jetzt nicht. Tropische Tracht ist jetzt auch nicht. Sandbarrikaden, hölzerne Aufbewahrungs. Barmöbel, das weiß ich jetzt nicht. Holztor haben wir hier. Fleischerbeil. Okay, da können wir die Pals mit schlachten. Übungsdummy, Kühlbox. Kühlbox war eine Aufgabe, die wir erledigen müssen. Eine Wandfackel sehe ich jetzt noch nicht gerade als wichtig an. Feuerarmbrust. Ja, die wäre interessant. Wir haben 4 Punkte gerade. Aber da wir hier Weizenfeld haben, schon haben, machen wir jetzt noch die Mühle dazu, weil das macht ganz viel Sinn. Schaukäfig, Eisentruhe. Okay, die wären wahrscheinlich mit größeren Vorräten unterwegs. Efeu-Set ist bestimmt nur Deko oder Möbel, Holzschutzwand, Megaschild. So, dann bleiben uns 2 Punkte über. Und wenn ich das alles hier so durchgeguckt habe, kommen wir hier zur Feuerfallarmbrust. So, das haben wir jetzt alles. Ja, die Kiste wäre da wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen. Mehr ging es aus dem stabiler Palzi-Transport beherrschen, bringen von selber Gegenstände. Okay. Naja, das ist erstmal gut. Wir müssen jetzt noch mal gucken, haben wir noch was zum Weglegen? Nee, hatte ich schon gemacht, das ist schon mal gut. Wir können auch, wenn was reparieren. So, wir müssen jetzt die Kühlbox bauen. B. Da ist die Kühlbox. Was brauchen wir? Metallbarren brauchen wir 20. Okay. Eisdrüse haben wir und Steine haben wir. Was haben wir noch? Das Weizenfeld. Dafür brauchen wir Weizensaat. Die haben wir tatsächlich noch nicht. Da müssen wir uns dann noch drum kümmern. Und sonst sieht es so aus, als ob wir alles andere erstmal haben, oder? Ah, die Mühle hatten wir auch noch. Da brauchen wir noch Holz für. Gut. Und dann sind wir, glaube ich, durch. Die Spiegeleier können wir gerade an uns nehmen. Dann werden wir die von hier nach da legen. Da haben wir schon 106 Eier mit, da essen wir jetzt automatisch. Gucken nochmal hier rein. Da haben wir schon die Sphärenbank und jetzt brauchen wir noch einen Kühlschrank. Warte mal, der Kühlschrank war doch nur Holz, oder?
Nee, Metallbarren war das. Das heißt, wir müssen Erz haben. Das war hier unten links, da wollen wir mal schnell hingehen und das uns vielleicht noch holen. Frage lassen wäre vielleicht, wenn wir Erz immer abbauen müssen, jetzt tatsächlich dann sinnig, doch vielleicht mal auch zu erhöhen. So, das ist mehr nicht, sonst können wir nicht mehr schneller laufen. So, sind wir an der Kiste und das Erz da reingepackt. Und dann hier beim Hochofen sagen, wir brauchen Barren. Wie können wir da machen? Ich hoffe, 20 braucht man. So viel haben wir nicht. Schade. Und dann wollten wir hier noch gucken. Nee, das war falsch. V müssen wir drücken. Da können wir hier was verbessern, aber warte mal, er hat hier 55 Düsterwelle, ne? Aber wir wollten ja, da müssen wir zur Palbox, ne? Genau. Wir wollten ja den einen in unsere Truppe aufnehmen. 40, 25, 40. 30, 40, 45, das ist gut. 25, 40, 30. 40, 35. Der ist am stärksten. Aquaschuss. Schlammschuss. Ich glaube, wir nehmen ihn hier raus. Packen wir mal hier und er hat 55, den packen wir da rein. Glaube ich, das macht Sinn. Ja. Das war mit ihm hier R30. Und ein Elektroschocker. Und jetzt müssen wir noch das Geschirr von dem einen, wenn es denn ein Geschirr ist, mal gerade hier reingucken. Das Halsband brauchen wir Leder und ein paar Ladungsstücke. Irgendwo mal hier der Rochoir-Sattel, der wäre natürlich dann vielleicht ganz sinnig, weil ich glaube, dann können wir den reiten vielleicht, oder? Bruchstücke und Leder brauchen wir. Leder haben wir jetzt gar keins, ne? Da hatten wir so viel, ne? Er macht noch Pfeile, okay. Nehmen wir die noch mit. Ja, wir müssen an Leder kommen, ne? Zack, Schnellreise. Und ich würde tatsächlich dahin hingehen wollen. Neues Gebiet entdecken, oder? Da war der Turm. Ach so, da waren ja hier die. Wie hießen sie? Thomas-Reihen-Syndikat. Hier ist keine Brücke, ne? Ne, da geht es auch ordentlich runter. Da wollen wir aber nicht runter. Wir wollen dann da weiter. Ach so, da sind schon die Gegner dann. Wenn wir jetzt hier unser Speer, ne? Kommt einer auch alleine oder? Oh, da werden gerade welche kaputt gekloppt, aber. Wilder Rocky? Ach, der sagt nicht, dass Rentier macht das. Wer greift die denn an, dass die dann nicht mehr volle Werte haben? Ist das das Rentier? Nein, oder?
Okay, aber das Rentier habe ich jetzt nicht, ne? Auf meiner. Okay, greift mich das an, ne? Doch, das greift mich an, okay. Dann gehen wir mal hier weg, das ist hier nicht gut. Kommt das hier auch hoch? Ich glaube nicht, ne? Der hat eine 11. Kann ich den denn anvisieren und fangen? Okay, das wäre nicht so viel, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so prickelnd, den da zu nehmen, weil das sieht mir so aus, als ob der dann doch zu stark ist. Ich glaube, da brauche ich eine andere Kugel für. Lass den da erstmal, obwohl, wie kommen wir hier weiter? Das ist die Frage. Mal gucken, ob es hier hinter irgendwo weitergeht. Jetzt haben wir Spiegelei gegessen, das passt schon mal. Muss man hier immer durchs Lager wahrscheinlich durch, um hier weiterzukommen. Aber vielleicht können wir hier gleich irgendwie so einen Schnellreisepunkt machen. Hier ist schon mal irgendwas Brauchbares. Warte mal, guck mal den. Wer bist du? Wahrscheinlich zu gut. Den nehmen wir erstmal auf. Du hast Notizen eines Schiffes. Ach, die Notizen. Ja, den müsste ich mal gucken, wo ich die lesen kann. Ich hatte nämlich in der Ruine auch einen gehabt. Okay. Das ist jetzt nicht so toll. Weißt du was? Du gehst mir doch dann sehr auf den Keks. Weil, kriege ich den? Das wäre nämlich der Hammer, wenn ich den kriegen würde. Ich krieg ihn. Tatsächlich. So, ist das dann ein Reittier? Weiß ich nicht, ne? Auf jeden Fall greift er mich jetzt nicht mehr an. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier weiterkommen. Wir sind von da gekommen. Geht's da lang? Schauen wir mal. Ja, hier geht's lang, aber was sind das für Felsformationen? Ist das ein anderes Material, was man abbauen kann? Wohl nicht, oder? Oder es wird erst später freigeschaltet. Das kann natürlich auch sein. Ja, weiß ich auch nicht, wo wir jetzt hier sind. Live Monks, aber hier unten ist es jetzt. Okay, hier kann man runtergehen. Da kann man runtergehen. Ist das was Spezielles hier? Jetzt kommt wieder die Axt und nicht die Spitzhacke. Das ist auch so eine Sache. Also das funktioniert leider nicht so gut, ne? Da ist er endlich. Ist das hier unser Zeug? Also braun ist Pal. Ja, okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir jetzt hier rauskommen. Ah, okay, da war ich schon mal. Aber da rechts ist noch was, was ich einsammeln kann. Das sollten wir mitnehmen. Das sieht nämlich sehr interessant aus. Ein Ei ist es, okay. Ein düsteres Ei. Gut, hier. Ja, hier waren wir wohl schon dann. Lass uns mal nach da drüben noch gehen. Dort weiter entdecken, ob es da noch in dieser Richtung was ist, was interessant ist. Live Monks sind das. Hier ist eine Kugel, glaube ich. Hier ist aber irgendwie ja ein Weg, dann gehen wir doch mal weiter. Da ist noch eine Kugel, die wollen wir mal auch gerade einsammeln. Da ist eine Festung dann wohl. Ich habe aber keine Ahnung, dass sie gut oder schlecht hier ist. Auf jeden Fall ist hier ein weiteres Gebiet und das ist eine Burg. Gibt es hier irgendwo einen Schnellreisepunkt? Den bräuchten wir jetzt mal. Ah, da ist einer. Das ist schon mal gut. So, dann können wir schneller hin und her. Das ist schon mal wunderbar.
Jetzt stellt sich mir halt die Frage, hier sind alles niedriger Level Viecher. Wo sind die Hochleveligen? War ich schon hier? Die nächste Frage, ne, diese Brücke kenne ich nicht. Und die Brücke kenne ich auch nicht. Ob ich da oben schon mal lang gegangen bin, weiß ich auch nicht. Können ja mal hier rüber gehen erst. Hat man dann einen besseren Blick, wenn man hier oben drauf steht? Windstieghügel. Okay, da waren wir aber, glaube ich, schon. Müssen wir gerade auf die Karte gucken, dann sehen wir das ja, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht waren wir da auch noch nicht. Gehen wir mal zu der Burg. Schauen, ob wir hier noch was entdecken können. Ist hier irgendwas Spezielles? Das war mal ein Turm wahrscheinlich. Ist hier was Interessantes? Gucken wir mal lieber hier noch rechts um die Ecke, ob da noch eine Kiste irgendwo steht. Sieht aber nicht so aus, oder? Da ist nichts. Hier ist ein Elefant. Und da sind Palmen und Strand. Ist irgendwas Schönes? Nee, aber da hinten geht es noch ganz viel weiter. Gut, jetzt lass uns da mal durch das Tor gehen. Gucken wir mal, dass wir hier landen, ne? Ja, zum Segeln brauchen wir die Ausdauer, ne? Goldmünzen, Palsfeer, kleiner Pals, Seele. Da sind diese Viecher, die fliegen können. Ja, und ich glaube, es wird schon langsam wieder dunkel, ne? Das heißt, wir müssen zum Schnellreisepunkt, würde ich sagen. Da hinten läuft einer, aber der läuft weg ins Wasser. Sind das dafür welche? Capriti. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Ja, wir werden jetzt schnell den Reisepunkt erreichen und dann weiterschauen. So, und dann geht's erstmal nach Hause. Ja. Gut, dann sind wir erstmal wieder an unserer Palbox. Pfeile hat keiner gemacht. Können wir hier was reparieren? Ja, unsere Kleidung und die Spitzhacke, aber da haben wir keine Metallbarren. Haben wir auch keine Metallbarren und wir haben wir was jetzt mit? Nee, ne? Wir hätten noch Erz haben müssen und sowas. Ach cool, wir haben da 5 Stück von, die schmeißen wir da rein. Das ist Leder, okay, das braucht man auch. Was ist das? Sturmgewehrmunition. Okay, das haben wir aber jetzt gerade nicht hier in diesem Lager. Ein Horn haben wir auch noch. Die Münzen auch, aber das ist nicht hier, sondern hier sind die Münzen drin. Die Munition hier haben wir da. Das Ei kommt in die nächste Kiste und das Horn wahrscheinlich dann auch, obwohl da können wir das rausnehmen. Schmeißen das Horn hier mit rein, weil das macht jetzt hier so Sinn, ne?
Müssen wir hier reingucken. Das Ei kann hier rein. Ja, und die Gewehrmunition. Was haben wir hier? Schwache Medizin. MP lassen sich damit nicht wiederherstellen. Okay. Ja, es sieht so aus, als ob uns eine Truhe fehlt. Den dahin. Was machen wir jetzt hier mit? Das Holz kann da aufeinander gesteckt werden. Dann kann ich die Munition hier reinpacken. Dann passt das erst. Ja, das heißt, Kühlbox fehlt immer noch Metallbarren. Da hatten wir. Wir kriegen einen Würfel. Okay, lass uns gerade die Metallbarren gucken. Das sind 13 an der Zahl. Da können wir noch nichts mitbauen. Können wir die hier noch reinstecken? Da sind gar keine drin. Okay. Das heißt, wir schauen mal. Das sind Vierer, glaube ich, oder Dreier? Ja, dann. Okay, lebt da noch einer? Ja. Jetzt sind sie aber alle tot. Eigentlich wollte ich mal einen fangen davon, aber das hat wohl nicht so geklappt. Schade. Okay. Na, jetzt können wir hier noch einsammeln wahrscheinlich. Warte, lass uns über die gehen. Vielleicht liegt da noch was bei. Leder haben wir wohl gekriegt. Stahlschlüssel gab es noch. Aber unsere Pals sammeln das, glaube ich, auch wenn ein, ne? Ah, rote Bären waren das. Ja, alle waren am Pennen und haben das verschlafen, oder was, ne? Das mal dahin. Die Bären, das Leder kann dahin. Was haben wir hier? Ach, Holzkohle war das. Ah, dann nehmen wir das raus und macht die Bären da rein. Das macht vielleicht mehr Sinn. Vielleicht hätten wir doch die Box bauen sollen, ne? Eikdier. Achso, den haben wir ja auch noch, den Eikdier. Warte, dann lass uns mal gerade hier erstmal da reingucken. Paldex. Weil den haben wir ja eben gefangen, ne? Der war ja größer, der war ja Level 11. Das Herdenmitglied mit der prächtigen Geweih wird zum Anführen gewählt. Eiktürdier mit Abgabe und Geweih verlassen die Herde und sterben irgendwo, wo jemand sie sehen kann. Okay, der kann toll Holz fällen, aber hat viel Hunger. Okay, das Fleisch haben wir da rausgekriegt und ja. Achso, da laufen die rum. Habitat kann man auch noch gucken. Sehr interessant. Also das kann ich als Reittier benutzen, ne? Aber kämpfenmäßig sehe ich jetzt nichts hier. Da müssen wir wahrscheinlich hier gucken, ne? Da ist er, Ben. 50 und 35 Hornschleuder und Powerschuss. Aber als Reittier macht er am meisten Sinn, aber dafür brauchen wir bestimmt Reitgeschirr dafür. Technologiebaum bestimmt und runterscrollen gehe ich von aus. Ist aber die Frage, wo das Geschirr dann ist. Vielleicht kommt es auch erst später oder so, ne? Kochtopf. Holzschutzwand haben wir da, ja. Giftpfeil. Hier sind noch so unbekannte, aber wenn du so ein Tier ja gefangen hast, sollte das ja eigentlich klappen, ne? Also eine Aufbewahrungsmöbel, ne? Die wollen wir ja nicht. Tropische Kleidung, Sandsack, Federhaarschmuck. Hier, da ist der Sattel. Zwei Punkte brauchen wir, dann ein Horn und Palladiumbruchstück.
Okay, das Horn hätten wir noch nicht. Müssen wir uns noch drum kümmern. Wir gehen aber gerade mal zur Werkbank, weil mal gucken, was wir für die Armbrust brauchen, wenn die denn hier ist. Da ist er, oder? Ja. Wieder mal Holz. Aber ich glaube, die mache ich mir gerade schnell. Das waren zwei Holz. Ach, hier sehe ich ja nichts, ne? Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Axt rauskriege. Und ich sehe hier nichts. Das ist sie. Dann wollen wir schnell den Baum noch abbauen, dann haben wir genug Holz. Jetzt sollten wir da mal ein paar Fackeln noch hinstellen. Hier war's. Rezept und die Armbrust bauen. Komm, machen wir gerade. Ja, aber ich sehe schon, die Folge ist auch wieder urslang. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.